Hallo Freunde der gepflegten Wambule, heute möchte ich euch mal ein anderes Spiel vorstellen, The Wolf nennt sich das Ganze. Seht ihr gerade hier auf dem Bildschirm? So, wir gehen mal aufs Spielen. Das Schöne ist hier, man sucht sich einen Wolf aus. Man kann das tatsächlich regelmäßig ändern, wenn man da nicht gerade was... Ach, okay, muss ja Stufe 20 sein, aber hier kann man sich halt ein paar raussuchen. Ne? Man kann auch was kaufen. Bis dato, ich habe das Spiel gestern angefangen. Es spielt sich noch recht simpel. So, hier kann man männlich-weiblich einstellen. Name natürlich, ist klar. So, dann Chat. So. Ja. So. Ja, schon klar. Groß- und Kleinschreibung brauchen wir jetzt mal nicht beachten. Ach, das nimmt er wieder nicht, das nimmt er auch nicht. Was nimmt er denn? Auch nicht, okay. Nimmt er überhaupt irgendwas? Nein, tut er nicht. Okay, keine Smileys. Deswegen, ah, okay. Aber gut, damit können wir leben. Das weg. So, bam, 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 spielen. Ich bin auch erst auf Level 19, aber das ist jetzt nicht so das Problem. Wie gesagt, einen Tag gespielt. Also für mich hat dieses Spiel definitiv Suchtpotenzial. Man ist in einer Open Map, also nicht Open World, sondern Open Map, kann im Dings spielen, im Koop oder im PvP oder benutzerdefiniert. Benutzerdefiniert habe ich noch nicht probiert. PvP ist wie überall. Da hat man dann irgendwelche Trolle, die da campen und nur drauf warten, dass man am Spawnpunkt erscheint, um dich dann zu killen. So, machen sie tatsächlich dann auch in Rudeln. Wie ihr hier seht, das sind einfach nur Leute, die halt mitspielen. Jetzt bin ich gerade im Koop-Modus, das mag ich eigentlich. Das andere machen wir dann später. Ja, hier einfach ein bisschen zusammen... Ah, oh, Mistvieh. Ja. Lässt sich schön laufen. Die Karte ist recht übersichtlich. Bam, Wiesel tot. Noch ein Wiesel tot. Kleiner Tipp für den Anfang. Ihr braucht da nicht ständig hinterherrennen. Sobald ihr das Vieh seht, einfach auf die drei Krallen hier auf den großen Button klicken und dann jagt er das ein Vieh alleine. Also alles, was in der Sicht ist. So, Lemuren, Gecko. Oh, Gecko gibt Punkte. Bisschen was. Wie viel? Komm. Ah, 900. Ja. Ich brauche definitiv noch ein paar. Gecko weg. Ja. Nee, Lemur. So, was haben wir da? Dachse. Ah, gut, komm. Ob es jetzt wirklich Wölfe gibt, die Eis beschwören können, das sei erstmal dahingestellt. Aber per se ist es ein tolles Spiel, wirklich auch ein schönes Koop-Spiel. Man kann hier tatsächlich sich mit einem Rudel zusammentun und einfach nur durch die Gegend grinden. Tag und Nacht gibt es hier auch, wie ihr gerade gemerkt habt. Also ich habe jetzt in der Nacht gestartet. Ich habe noch nicht ganz raus, wie das so läuft mit den Zeiten. Und vor allen Dingen, was schön ist, es gibt einen EU-Server. Wow, tot das Vieh, nächstes, ja. So, nochmal, ja, gab sogar noch ein bisschen was dazu. Bam, 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 bam. Habe ich mir natürlich den braunen Wolf ausgesucht. Bin ich denn deppert? Keine ehrlich gemeinten Antworten, bitte. Na, was, ah, Schlange, Schlange! Vor den Schlangen solltet ihr euch in Acht nehmen. Eine Schlange ist kein Problem, aber ab drei Schlangen wird es dann langsam giftig. Die Viecher machen dich nämlich schön tot. Das geht ratzfatz. Da so schnell kannst du gar nicht gucken, da bist du tot. Numbat. So, also man kann wirklich alles in der Tierwelt angreifen. Und wenn man natürlich auf PvP geht, auch die Wölfe. Ja, ein bisschen rumflitzen. Es ist, man kann es ein bisschen so daddeln, wenn man jetzt so möchte. Man kann da aber auch wirklich den ganzen Tag mit verbringen. Mach die tot, mach die tot. So.
Es ist auch tatsächlich so, dass man einen Haufen Geld loswerden kann, wenn man das möchte. Also wer zu viel hat, kann auch hier wunderbar Pay to Win. Pay for Progress, Pay to Win, alles Mögliche. Allerdings muss man halt nicht, ne? Also das Premium-Paket hier ist 50% mehr Erfahrungspunkte und ganz ehrlich, da bringe ich doch lieber ein Tier mehr um. Oder so. Ein halbes. So ein bisschen sieht der Wolf aus, als ob er gerade höckert. Könnt ihr mal gucken, ob wir es von der Seite sehen. So. Wer einen Hund hat, weiß, was ich meine. Oh, das war jetzt ein bisschen zu spät. Auf der Karte sind immer so kleine und große Punkte. Bei den kleinen Punkten. Oh, Scheiße, Grizzlies. Das ist eine Geschichte, die sollte man nur mit mehreren machen. Also zumindest zwei Grizzlies. Ein Grizzly ist jetzt nicht das Problem. Aber bei zweien wird es dann anstrengend. Gucken, was Chef sagt. Ja. Ja, Bella. Ich hab dich auch lieb. Ah, hier. Da. Komm, Ziege, das gibt ein paar Punkte. So, ab einem bestimmten Level kann man natürlich dann die einzelnen Tiere. Das ist ein bisschen. Gucken, hier ist hier irgendwo noch ein zweiter. Nein, ist er nicht. Gut, den Tiger, den krall ich mir. So, Punkt angreifen. Greife an. Los, du Lutscher, mach den fertig. Luft, 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 komm, komm, komm. Ja, das sieht gut aus. Allerdings werde ich nachher eine Runde heilen müssen. Komm, da geht noch was. So, Punkte gab es auch. Was haben wir hier? Den nächsten Tiger. Ja, leck mich doch, du Sack. Nein, Kimpachi, ich muss leider momentan ablehnen. Okay, wir können gerne zusammen kämpfen, aber zu viele Freunde sind auch nicht unbedingt gesund. So, zack, drauf und den auch noch, komm. Den machen wir zum Beispiel. Ja, schön. Okay, die kann man so holen. So, die so. Bam, 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 bam. So, Sound habe ich wie immer. Ich mache immer den Sound aus. Es geht mir ein bisschen auf die Ketten, wenn er dann immer denselben. Das habe ich schon bei War Dragons gemacht. Das mache ich hier auch. Und wie gesagt, es macht wirklich Spaß. Also und man lernt ein paar Tiere kennen. Natürlich im Laufe des Spiels, wenn man dann weiter fortgeschritten ist, kann man auch andere Viecher umbringen. Ja, was haben wir hier? Ein Tapir. Bäm, weg, tot. Und euch, ja, gut, das kommt dich auch noch. Also, es ist ein schönes Fressen und gefressen werden Spiel. Später geht es dann wahrscheinlich auch nach. Also, ich habe hier tatsächlich hier sogar schon ein Nashorn drin gehabt. Es gibt aber auch Elefanten bestimmt. So. Wow. Und so alt scheint das Spiel auch noch nicht zu sein, da man, also die höchsten Level, die ich bis jetzt gesehen habe, sind so 45. Ja, dich hole ich auch. Nein, dich hole ich noch nicht. Dich erstmal heilen, erstmal heilen. Erstmal heilen. Kommen wir zum Dingsen, Siste. Also man bekommt auch diese komischen Hundepfotenmarken. Oder Wolfspfoten sind sie in dem Fall. Und damit kann man dann den Fortschritt machen. Ich muss eh alles Mögliche noch machen, also machen wir erstmal Verteidigung hoch. Dass wir immer so im gleichen Bereich sind. Ob das jetzt falsch ist oder nicht, könnt ihr mir gerne später sagen. So. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich einen bullenmäßigen Angriff habe. Ja, komm. Mensch, Mistvieh. Mach. Scheiße. Bring's um. Zack. Komm, du schaffst das. Irgendwas stimmt hier nicht. Komm. Zack.
So, und jetzt, Kleiner. Komm, 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 komm. Mach das Mistvieh jetzt platt, sag mal. Echt jetzt? 52? Scheiße, wo ist das? Jetzt wieder. Ah, gut, gleich in der Nähe wiederbelebt worden. Das Schöne ist, der regeneriert sich langsam. Das heißt, ich kann den jetzt fertig machen. Da sind wieder ein paar Tapire, Dachse. Es gibt auch immer wieder so kleinere Events. Jagd-Events, jage dies, jage das, jage jenes. So. Oh, schon 10 Minuten, Leute. Ich habe gerade erst hier aufgemacht und schon sind 10 Minuten rum. Also es ist wirklich, es hat einen sehr hohen Suchtfaktor und man verliert sehr schnell die Zeit aus dem Auge. Bam, bam, bam. Das scheinen mir auf einmal sehr viele Tiere zu sein. Ja, da müsste ich jetzt einen Rudel holen. Ach, Kimpachi, du natürlich. Ach, gleich gegen 3 bist du des Wahnsinns. Komm, wo sind wir? Wo sind wir? Wo kommt er her? Okay, wir müssen da hinten hin, irgendwie. So, kommt mal weg, 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 weg. Jetzt haben wir erstmal einen geholt. Kimpachi, es wäre von Vorteil, wenn du einfach wartest. Aber gut, wir können ja gleich nochmal. So. Ach Mann. So, gleich wieder tot. Zauber, Leute, Zauber. Zack, und nochmal. Bist du da? Bist du da? Da bist du nicht. Jetzt habe ich natürlich wieder voll den Überblick verloren und weiß nicht, wo ich. Also. Hähne. Ach du Scheiße. So, und ruff und truff und truff. Komm. Komm. Jaguar Champion. Deswegen killt er uns hier ständig. Ja, gut, ist aber jetzt nicht so. Warten wir noch einen kurzen Moment. Dann hauen wir noch mal drauf. Ja, so, schön, schön, schön und wham. Zack, Jaguar weg, Gott. Schon wieder tot. Wenn man übrigens lange genug in einer, sich in einer Map aufhält, wird man irgendwann auch Alpha und kann dann die Viecher rufen. So, das noch, komm. Einfrieren, einfrieren, frier den Bastard ein, Mensch. Ich will nicht ständig sterben. Zack, zack, zack. Nein, echt jetzt. So, leider habe ich den Trick noch nicht ganz raus. So, 13, 14 Minuten, Leute, das ist einfach. Also so schnell geht's und man ist hier den ganzen Nachmittag los. Danke. Du hast aber auch ganz schön gelitten. Ja, was kann man noch machen? Man kann sich in einen Rudel begeben. Was hat das Rudel jetzt wirklich? Nichts wirklich Praktisches. Also, ja, es ist so nicht richtig. Also man kann da auch in Räumen sich dann bewegen, zusammen mit dem Rudel. Man kann natürlich mit dem Rudel auch auf Jagd gehen. Aber das sind alles so Geschichten, die man dann später macht. Und ich will das Ganze hier auch nicht allzu lange machen. 15 Minuten ist schon eine Stange. Das reicht für YouTube, aber nicht für TikTok. So, in dem Sinne, macht es gut, Leute. Fröhliche Jagd und bis zum nächsten Mal. Tschüss.